Ich möchte euch heute ein weiteres Beispiel für ein Heft mit einer Steckverbindung zeigen. Gleichzeitig möchte ich dabei auch nochmal auf die Laufrichtung eingehen, denn die ist wirklich ein Dauerthema und es braucht seine Zeit, bis man das verstanden und verdaut hat und zuverlässig richtig machen kann. Das ist einfach so. Deswegen möchte ich euch ganz bewusst ein Heft zeigen, was ich gegen die Laufrichtung erstelle. Und ich vergleiche das dann im Anschluss an das kleine Tutorial mit Heften, die ich bereits in der Laufrichtung gefertigt habe. Sieht man dann den Unterschied und man sieht dann auch den Einfluss der Papierstärke. Hier sind so ein paar Ideen für Hefte. Das Prinzip ist einfach. Ausgehend vom Mittelfalz schneidet man an drei Seiten aus dem Umschlag einen Streifen heraus und den zieht man dann durch das vorher aufgeschlitzte Papier dieser Inhaltsseiten hindurch. Ich zeige ja gleich noch, wie es geht. Habe ich farbliches Papier, das ich für die Seiten verwende, versuche ich den Umschlag auch farblich darauf abzustimmen, dass das harmonisch ausschaut. Und wer einen Eckenabrunder hat, kann den natürlich auch einsetzen. Also da eignet sich zum Beispiel Kalenderpapier dafür, also alte Kalenderblätter oder eben selbstgestaltetes Papier, aus dem man dann einen Umschlag fertigen kann und ja, farbiges Papier oder eben auch ganz normales weißes. Also ich denke mal, da gibt es ganz viele Kombinationsmöglichkeiten. Als Material für das Heft nehme ich etwas stärkeres Druckerpapier, also das dürfte ein 90 oder 100 Gramm Papier sein und den Ausschnitt eines Kalenderblattes. Wenn man so einen Umschlag nimmt, dann möchte man ihn ja eigentlich auch gerne so haben, dass es irgendwie richtig herum erscheint. Und leider ist es jetzt bei diesem Papier so, dass dieses, hier ist so eine Mauer und das ist ein Hügel, dass das gegen die Laufrichtung ist. Die Laufrichtung wäre eigentlich in diesem anderen Format, im Hochformat jetzt in dem Fall, sie läuft quer zur Ansicht des Motivs. Ist also eigentlich ja, immer schade, wenn man also ein Papier hat, dass man, wenn man es mit der Laufrichtung verarbeiten will, dass es dann verkehrt herum erscheint. Ich möchte es aber jetzt trotzdem mal hernehmen und sage mir, das ist mir jetzt egal. Ich nehme das Papier so, wie es ist und ich falte das jetzt auch mal hier einfach in der Mitte gegen die Laufrichtung. Also mir doch egal. Ich mache das jetzt einfach mal, weil ich das so schöner finde. So. Ich gehe auch hier nochmal mit dem Falzbein hinterher. So. Genauso ist es auch hier mit dem Druckerpapier. Die Laufrichtung bei dem Druckerpapier ist normalerweise immer im Hochformat. Also so. Wenn ich das jetzt hier biege, das Papier im Hochformat, verspüre ich weniger Widerstand, als würde ich es ins Querformat nehmen und jetzt biegen. Hier ist der Widerstand wesentlich höher. Hier ist mehr Widerstand. Also müsste ich eigentlich so ein Druckerpapier so verwenden. Das hier wäre meine Laufrichtung, in der ich das verwende, in der ich es jetzt hier falten müsste. Und wenn ich jetzt hier nicht so ein hohes Format möchte, müsste ich es also nochmal durchschneiden, sodass ich also eher so ein Heft bekommen würde. Kann ich aber sagen, na, das gefällt mir nicht. Mir ist sowas zu klein. Ich will auf jeden Fall ein DIN A5 Heft machen. Also ich möchte das Papier im Querformat falten. Und dann eben ein solches Format haben, weil ich dann mehr auf so einer Seite unterbringe. Auch das ist die Verwendung gegen die Laufrichtung. Und wie gesagt, ich mache jetzt mal ein Heft gegen die Laufrichtung. So, ich habe jetzt mal vorbereitet den Umschlag. Den habe ich in der Mitte gefaltet. Und damit ihr das sehen könnt, habe ich die Talfalte hier in der Mitte markiert. Das ist nur zur Sichtbarkeit. Und auch zur Sichtbarkeit habe ich da jetzt die Rechtecke, die ich ausschneiden werde, mit einem schwarzen Filzer markiert. Das mache ich normal mit Bleistift.
Und es ist jetzt, ich habe jetzt das Minimum genommen. Man sollte zwei Rechtecke ausschneiden zu den verschiedenen Seiten. Dann ist es ein bisschen stabiler. Und so ein großes Format wird es auch hergeben, dass man da noch mehr ausschneidet. Und ihr könnt da experimentieren. Diese Streifen können schmaler sein. Sie können aber hier auch noch länger sein. Das ist jetzt dann Geschmackssache. Und auch eine Sache der Stabilität. Also das hängt auch dann wieder mit dem Papier hier zusammen, wie stark das ist. Also da könnt ihr ein bisschen ausprobieren. Was ich jetzt gleich auch noch mache, ist, ich übertrage die Breite von diesen beiden Streifen hier auf das Papier, auf die vier Blätter, die ich bereits gefaltet habe. Und die lege ich jetzt hier an und übertrage die Breite der Streifen auch noch mal hier auf mein Blatt. Dann, denn nachher, das mache ich gleich im Zeitraffer, schneide ich genau am Mittelfalz hier alle Blätter gemeinsam durch. Ich habe diese beiden Hefte gegen die Laufrichtung angefertigt. Und ihr seht bei diesem Heft, dass es eben deutlich mehr aufspringt als dieses. Das liegt daran, dass dieses Heft hier mit stärkerem Papier gearbeitet ist. Also für die Inhaltsseiten und auch für den Umschlag ist das Papier dicker als hier bei diesem roten. Und wenn das Papier dicker ist, dann ist eben mehr Widerstand da und das Heft springt auf. Und was ich euch mit diesem Video zeigen möchte, ist eigentlich nur, dass es ein dünneres Papier mal eher verzeiht, wenn ich gegen die Laufrichtung verstoße, als ein dickeres Papier. Also nach meiner persönlichen Meinung, also das würde ich durchaus tolerieren, ist okay. Das würde mir jetzt nicht mehr so gut gefallen. Also, ich lege das mal an die Seite und lege nochmal hier oben drauf ein Heft, das ich in der Laufrichtung gefertigt habe. Und hier ist also auch nicht entscheidend, dass dieses Heft jetzt kleiner ist, aber ihr seht deutlich, dass das hier unten etwas mehr aufspringt als das oben. Und das ist eben der Effekt der Laufrichtung. Gegen die Laufrichtung angefertigt, in der Laufrichtung angefertigt, aus dünnem, aus identischem Papier. Und das ist eben gegen die Laufrichtung aus dickerem Papier angefertigt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen was zeigen und ihr seid einen Schritt weitergekommen beim Thema Buchbinden. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ich selbst immer genug Abschnitt produziere. Also ich mache auch nach wie vor, obwohl ich jetzt mittlerweile doch schon viel Erfahrung habe, immer noch Fehler. Und deswegen ein Tipp: Ich mache mir immer so einen kleinen Dummy aus bedrucktem Papier oder man kann das auch aus Prospektmaterial, was sonst in der Tonne landen würde, machen. Und trotzdem, ich habe eine ganze Dummy-Sammlung. Ich habe dieses herausgefischt, dieses Heftchen und war ganz euphorisch, habe gleich angefangen, weil ich dachte, naja, es ist ja so einfach. Ich kann das ja. Ja, und habe geschnitten und habe gemerkt, oh, da habe ich ja gleich zu viel weggeschnitten. Passiert. Macht aber trotzdem Spaß und macht weiter. Ciao.